Hallo. Gestern habe ich geträumt. Ich habe geträumt, dass ich eine Blumenwiese entlang schlenkere und ich habe ein Liedchen gesungen und die Blumen angeguckt. Und eine Blume hat mir so zugezwinkert und ich bin direkt mal hingegangen und habe der Margarita Hallo gesagt. Und da sehe ich, dass bei ihrem Lächeln der eine Zahn ist braun. Und ich beuge mich herunter, um den Zahn zu betrachten. Und auf einmal verschlingt mich die Margarita und ich falle hinunter in den schwarzen Schlund. Und ich sehe nichts mehr als schwarze Schwärze und ich falle, falle, falle. Und auf einmal höre ich eine Toilettenspülung. Und ich gucke so nach oben und da über mir, da steht ein riesiges Rektum. Und das wendet sich und plötzlich sitze ich auf dem Klo. Und ich gucke so aus dem Fenster runter auf die Straße. Und dort geschieht Sonderbares. Nackte Menschen reiben sich ein mit Kürbiskonfitüre. Auf dem Kopf haben sie spitze Hüte mit Käsequasten. Und auf einmal habe ich einen feuchten Finger im Ohr. Das ist die Mutti. Und ich frage die Mutti, warum hast du denn nichts an? Wir sind doch nicht am FKK-Strand. Und auf einmal sind wir am FKK-Strand. Und die nackte Mutti steht immer noch da. Und ich halte mir meine Hände vor die Augen und die Hände, die sind transparent. Und ich sehe die Mutti immer noch. Und die Mutti verwandelt sich in eine riesige Schüssel Muschelsuppe. Und auf der Muschelsuppe, da sind so Ringe. Und von hinter mir, da kommt ein Geräusch. Das geht so. Und auf der Schüssel, da sind so Ringe wie in dem Film von Jurassic Park. Und ich drehe mich um und merke, dass sich ein Tyrannosaurus Rex anschleicht. Mein einziger Ausweg ist die Flucht durch die Muschelsuppe. In meiner Angst springe ich in die Muschelsuppenschüssel und erwache in meinem Bett. Es war alles nur ein Traum. Da entdecke ich die Kürbiskonfitüre auf dem Nachttisch und stelle fest, ich träume immer noch. Ich bin in einem Traum aus einem Traum erwacht. Wie bei Inception, Traum Level 2. Vor Schreck falle ich aus dem Bett und erwache. Als riesiger Käfer. Inception, Traum Level 3. Ich krabbel zur Tür und stolpere über meine Beine. Und erwache. Hier. Ein 32-jähriger Mann wurde verhaftet. Nachdem ihm eine Tüte mit Kokain aus dem Arsch flog. Der Mann war gerade am Tanken, als ein Polizeihund auf den verdächtigen Hintern des Mannes aufmerksam wurde. Bei einer näheren Durchsuchung in der Toilette zog sich der Mann die Hose runter. Und daraufhin fiel der Polizei sofort der zusammengekniffene Hintern auf. So, und jetzt zu dir, mein Bürschchen. Du flänzt und flänzt und flänzt, wo du aber eigentlich ja nicht flennen bräuchtest. Weil wir uns nämlich entschieden haben, dich hier zu behalten. Du darfst weiter Kostümchen basteln. Auweia, Waldfroh, ich hab mir ja fast eine Hose geschissen vor Angst. Und dann für unten dieses Spray und dann müssen diese ganzen Klamotten hier ausmuffitiert werden, weil dieser Kleiderschrank, der stinkt wie der Misthaufen der Hölle. Ja, natürlich, ich sehe es ja ein, aber gucken Sie doch mal. Mit so einem kleinen Po und so einem Eierkopf, da musste man den doch auf die Titelseite setzen. Verstehen Sie das jetzt? Ich sitze hier in dem Rollstuhl und Sie lachen. Das ist überhaupt nicht zu lachen. Das ist ein Pferd. Meine Tempos hilf dabei. Mir denn keiner! Gib mir doch mal ein Glas Wasser hier, oder? Hier, Küsschen, Küsschen! Mach nicht mehr mit! Sie müsse eben jetzt damit sich abfinden, dass es nicht mehr so weitergeht wie vorher. Und dass man eben jetzt mehr fotze und das ist eben so. Kann man nichts machen. Und das Leben geht trotzdem weiter. Kokainfotze sind sehr gefährlich. Die Stinke, man fängt sofort an Mist zu labern. Und Hunger kriegt mir auch noch. Ich hab gesagt, ich brauche mal Tampons. Das ist wichtig für mich. Das ist überhaupt nicht wichtig. Du hast einen Knall. Guck doch, hier ist es auf meinem Einkaufszettel. Tampons brauche ich unbedingt. Wie alt sind Sie? 50.
Und er ist 21. Wenn sie 70 sind, wird's dann aber problematisch, oder? Das kommt ganz drauf an, ob er gut ist in Windeln wechseln. Deswegen wollen wir das schon jetzt so üben, dass das im Ernstfall dann auch klappt. Weil sonst ist das ja alles scheiße, wa? Was stinkt dann hier so? Ich riech das. Du hast eine gelassen, du Altsau. Sag mal, spinnst du? Sie haben ja ganz schöne Nerven, muss ich sagen. Wie soll ich denn das hinnehmen jetzt? Mein Mann, der forst schon den ganzen Tag und nachts auch noch, muss er irgendwie ein Mittel geben dagegen. Das ist trotzdem ein Risiko. Wenn man forst, ist man pleite. Ich hatte einfach keine Lust mehr mitzuspielen. Da hat gesagt, leck mal am Arsch. Aber nicht in dem Sinne, wa? Aber trotzdem, ihr seht aus wie zwei Omas. Und das liegt daran, dass ihr euch bescheuert anzieht. Ihr geht jetzt zu C&A und kauft euch, was ihr scheitert. Kapiert? Ach, ich muss mir die Eschen wie selbst beschaffen. Aber wie? Huch! Wir hauen heute Abend ab. Was? Wie dann? Wir türmen. Was? Ich hab alles geplant. Wir treffen uns, nachdem sie die Pillen ausgeteilt haben. Och, du liebe Zeit. Das ist irre verrückt.